Nee, war denn ein Biss? Ich wurde hin zurückgesetzt. Oracle, wir haben noch ein Problem. Was noch? Two-Face, Riddler, irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwasserrohre und sie scheinen titanverseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. War denn ein Piss? Nee. Auf jeden Fall, ach Gott, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nee, nicht Folge. Recording Session von Let's Play Batman Arkham Knight. Arkham Asylum, Return to Arkham. Wir sind dabei, hier hinaufzuklettern. Um ein bisschen aufzuräumen. Das wird voll scheiße mit diesen Pflanzen. Machst du kaputt? Ich will was schauen. Okay. Ich weiß, dass ich hier auch noch ein Rätsel habe. Es geht da oben ab. Und hier gibt es auch noch irgendeinen Bereich, an dem ich jetzt nicht war. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Die Joker wieder, ey. Gut, schauen wir mal, ob wir jetzt zumindest die verbleibenden Stellen für die Rätsel erreichen können. Weil ich ja jetzt den Line Launcher dafür habe. Da drüben auf jeden Fall ist was. Die Frage ist gerade, wie komme ich hin? Warte mal, geh mal hier runter. Und hier rum. Drop it. Das ist wieder so eine scheiß Pflanze. Don't do it. Ach, schöner Grafikglitch. Dann merkt man, dass es kein perfektes Remaster ist. Warum stottert die Konsole gerade? Was ist los? Nur weil ich jetzt mittlerweile eine PlayStation 5 ab. Ja, es ist zwar... Nee, miese Krise. Und ich kann mich da nicht hochziehen, ne? Scheiße. Ja. Es ist immer noch 2020, wenn ich das hier aufnehme. Heute ist der 19. Dezember. Mal so eine kleine Info, wie weit im Voraus ich aufnehme. Mir ist es endlich gelungen, an eine der heiß begehrten Konsolen des Jahres ranzukommen, die schnell weg sind. Dieses Jahr, also wenn das hier hochgeladen ist, dieses Jahr 2021, steht natürlich auch noch der Erwerb der Xbox Series X an. Fun Fact, obwohl beide ausverkauft waren, hatte ich kurzzeitig die Möglichkeit, an beide ranzukommen. Beide wären drum kompletter Overkill gewesen, mit einmal. Ich habe mich dann entschieden. Das heißt natürlich nicht, dass ich die eine oder andere bevorzuge, sondern schaut dazu am besten unseren Podcast über die Next Gen an. Dann wisst ihr, was meine Beweggründe waren, zuerst, wenn möglich, mit der PS5 einzusteigen. Aber wie gesagt, ich bin ein Alleszocker und ich habe auch eigentlich immer alles gehabt bisher. So, wo war jetzt die Trophäe? Ach so. Die war da drüben zu sehen und so. Drop it. Versuchen wir das nochmal mit dem da reingleiten. Warum stockst du denn heute so? Die war da unten. Jetzt muss ich das nochmal angehen, aber schön gerade ziehen ein bisschen. Batman. Ja, geht doch. Und jetzt müssten wir nur noch sein Rätsel lösen. Achso, ich kann. Er hätte es bei mir auch einfacher machen können. Na gut. Ist das vielleicht für das Rätsel relevant? Wartet mal. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ne? Ich weiß nur, dass es hier irgendwie zu bewegen war. Irgendwie mag ich ein bisschen die Ansicht dieses Detektivmodus mehr als in den späteren Teilen.
Da war der irgendwie so OP und hier hat er so schön was Nostalgisches. Hab ich hier eben irgendwo eine Joker-Szene klappern gehört? Wartet mal ganz kurz. Spüren wir mal die Lausche auf. Ne, Einbildung, Sonnenbildung. Da komme ich gerade eh nicht hin. Wegen den ganzen... Da ist das Fragezeichen. Wo ist der Punkt? Der muss dann weiter unten liegen. Das würde ich gerne nämlich jetzt mal lösen. Da das Fragezeichen ist, könnte der Punkt unterhalb von mir sein. Ich muss ja irgendwo eine Plädde oder was Vergleichbares haben. Darauf ein Abzug. Oh, oh, oh. Warte, warte, warte. Von hier aus sieht man es nicht. Das hat mir schon mal fest. Hier aus sehe ich immer noch nur das Fragezeichen, aber keinen Punkt. Ich bleib mal jetzt gerade im Detektivmodus. Das will ich schon machen. Von hier aus sehe ich nichts von den beiden. Hab mich sowieso wie der Ritter da hochgegangen gekommen ist. Zu viel Assassin's Creed gespielt oder was? Da ist man schön da hochgeklettert. Alles was war, nichts ist erlaubt und so. Es kann natürlich jetzt was sein, dass mir die Pflanzen alles behindern. Und ich den Punkt gar nicht zu sehen bekomme. Oder er ist weiter oben, das kann auch sein. Wir müssen mal nochmal etappenweise da hochklettern. Einfach nur um zu schauen, ob ich das Fragezeichen irgendwie vervollständigen kann. Wenn nicht, komme ich halt doch nochmal zum früheren Zeitpunkt zurück. Ich mache ja eh alles, ganz von daher. Da ich eine PS5 habe, machen wir es so. Nach Arkham City Remaster. Also. In 10 Jahren. Nein, Spaß. Spielen wir natürlich irgendwann nochmal Spider-Man und Spider-Man Miles Morales. Auch als 100% dran. Aber ich hätte noch auf ein anderes Arkham-lastiges Game Bock. Wer weiß, ob ich es nicht irgendwie früher einschiebe. Ich habe ja vor Jahren Mittelerde Mord der Schatten gespielt. Und die Fortsetzung habe ich nie Let's Played. Ich habe sie privat gespielt. Ich habe sie nie Let's Played. Vor allen Dingen, weil, wenn ich sie am PC dann Let's Playen würde, was ich vielleicht auch machen werde, dann kann ich rein theoretisch meinen alten Orks mit reinholen. So, also irgendwie habe ich den Punkt nicht gefunden. Ah, solange es kein G-Punkt war. Haha. Erforschen wir das Ganze mal weiter. Vielleicht werde ich noch irgendwo anders für mich. Drop it. So. Das wäre denn hier eigentlich noch zu holen. Wir haben das Rätsel, wir haben noch ein paar... da haben eigentlich einiges noch. Nerv nicht. Ja, da komme ich noch nicht hin. Vielleicht ist es an einer anderen Stelle. Ich schau mal. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es 3 Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Erstmal will ich darüber. Lass mal los. Es könnte natürlich auch sein, dass ich ganz falsch bin. Wartet mal. Oder ist der Punkt von da unten zu sehen?
Ach, kann auch sein. Ich kehre doch mal später zurück. Muss ich ja sowieso zum Backtrack hin. Was wird das bewirken? Wen interessiert? Aber meine Mutter lebt unten in den Docks. Ich weiß. Das weiß doch jeder. Na Jungs, wollt ihr Spaß? Der ist hier! Warum hat das echt so einen Hänger heute? Was ist mit den Frames los? Ey! Ey! Am Anfang hatte ich Blurries, jetzt habe ich Framebrüche. Was ist da los? Der glitscht nochmal rum in der Ecke. Und Kick in the face! Oder auch nicht. Jetzt wird's mir angezeigt. Okay, da ich eh die Pumpen hier noch machen muss, kümmere ich mich danach dann um die Joker-Sachen. Ich mache nichts anderes. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach. Komm nicht jetzt gleich irgendwie ein Titankampf wieder oder sowas? Dann versuchen wir das mit dem Titan-Rodeo nämlich noch einmal. Geht doch. Ich check immer mal auf der Karte. Ist dahinter was? Dahinter ist was. Okay. Komme ich nicht sogar jetzt in einen Pumpenraum? Ich habe da so dunkle Erinnerungen. Der müsste sogar. Sag mal. Weiß mal. Zieh mal. Alter. Was ist denn los hier? Der müsste sogar. Eine Stealth-Karte sein. Noch was? Im nächsten Pumpenraum ist noch was. Eine bewaffnete und. Achso, das ist ja so eine. Schlägerei. Da drüben soll aber was sein, ne? Ah, ich sehe es von hier schon. Da liegt ein Tonbandgerät. Reicher Typ läuft sicher während unseres Gesprächs schon mit den Teilen rum. Und die Leute? Die Fälle! Oh shit, da. Hey, hörst du mal auf, Alter! Ey, was? Seit wann kann man in dieser Animation. Ey? In dieser Animation kann man erwischt werden? You got to be shitting me, right? Ich werde dich zusammenschlagen. Okay, jetzt muss ich mal aufpassen. Alter. Kannst du mal auf den Typ mit der Pistole losgehen? Guck mal, ich glitsche, ich glitsche, ich glitsche, ich glitsche. Ja, ich hab geglitscht. Der Loser hatte keine Chance. Ja, ja, lustig. Und dann? Er hielt den Kopf über und prügelte ihn windelweich. Muss ich das nochmal einsammeln? Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf. Tatsächlich. Guck mal, sowas kann man dann übersehen, ne? Ich mach folgendes. Als ich ausfand, dass er kein Geld hatte, schnitt ich seine Niere, seine Leber und ein paar andere Einzelteile aus. Ich schalte den Bewaffneten zuerst aus. Gut, Nächte. Hey!
Hallo? Ich hab extra. Sag mal, guck mal, ich glitsch immer in der Ecke. Das haben die überhaupt nicht gefixt in dem im Remaster. Ich hätte mit dem Battering auf den anderen Typen gezielt. Und das hat's gar nicht angenommen. Ich wollte eigentlich, dass du auf einen von den. Ja, sehr gut jetzt. Auf einen von den anderen zielst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Spiel ist schwieriger als City. Na gut. Schalten wir erstmal den Pumpenquatsch aus hier. Das ist die erste Pumpe, die nicht mehr läuft. Toll, dann müssen wir nur noch zwei finden. Die dritte ist ja woanders. Na. Oracle, das ist die zweite Pumpe, die abgestellt wurde. Jetzt nur noch eine. Aber die ist woanders. Vor allem, wie sind die Typen hier reingekommen? Da ist keine Leiter, da ist keine Treppe, da ist kein gar nichts. Mal kurz checken. Geradeaus beim nächsten Puppenraum sind auch noch zwei Sachen. Achso, das war die Nische, die ich da freigezogen hatte. Was ist denn los mit den Frames heute? Spiel. Hört ihr nicht zu? Ich sagte stopp, aber ihr ist entkommen. Strengt euch mir an, sonst werde ich... Diese einzelnen feinen Nuancen und Betonungen von Bodo Wolf als Joker. Das ist ein Stealth-Bereich, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste doch, da war irgendwo was mit Stealth. Dann checken wir erstmal die Karte. Hier gibt es, glaube ich, sogar eine Challenge, wo man eine Wand wegspringen soll oder sowas. Ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe. Wenn die abgelenkt sind, gehe ich mal hier rein. Jetzt ist vielleicht doch gut, dass ich noch nicht das mit dem Annäherung habe. Noch keiner an dem dran. Oh Mann, ich hasse es hier unten. Alles stinkt, ich bin voller Schmiere und Batman ist hier. Ich weiß es. Okay, ich will nur das dazu. Gut, die Wand ist noch da. Die sind so schön paranoid jetzt. Oh nein! Ich hab sie weggesprengt, scheiße. Weil ich hier mit der Steuerung immer durcheinander komme. Egal. Zwei erledigt. Ich zieh mich mal hoch. Hat einer einen Plan? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten, verstanden? Batman, kannst du mich hören? Zeig dich! Eine Rauchbombe wäre schon sehr geil hier gewesen. Schade, ich dachte, ich würde ihn noch von dem Wasserspeier erwischen. Komm mal ein bisschen näher. Komm mit. Was machst du da? Jemand muss da. Ah! Hey, hier drüben. Da oben ist jemand. Stimmt, man kann auch. Ich schneide dich ab, wenn ich mit der Flederbach fertig bin. Bitte! Was ist hier los? Man kann ja auch mit dem Gitter das ausschalten machen, gell? Wir kommen, wenn die Fledermaus tot ist. Ich
Warte mal, ich will was probieren. No risk, no fun. So. Folgendes. Ich will, dass Coffee mit einer Flutwelle zerstörerischen Matsches ausgelöscht wird. Ich hab so viel verlangt. Komm, steh wieder auf. Ich hab eine nette Überraschung für dich. Er ist hier drüben. Hä? Scheiße. Warum hat er mich denn gesehen? Ja, ist ja gut. Wieso hat er denn mich da gesehen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.